Und ich sollte ganz wichtig, bevor ich es vergesse, Grüße ausrichten von Ken Duken. Ja, danke. Ich habe es gestern gesehen. Ich habe euch gestern beobachtet. Ja, und sagt mir, ihr wart zusammen auf der Schule. Wir waren zusammen auf der Schule, ja. 15 Jahre. Wir kennen uns, seit wir sehr klein sind. Ja, 26 Jahre fast jetzt. Wirklich? Ich habe mit seiner das? Frau gestern zusammen geguckt. Ja? In München, auf der International School in Starnberg. Auf der International School in Starnberg. Wir kennen ja aus Bayern. Ja, eben. Und was spricht man da Englisch auf dieser Schule? Ja, ja? Da spricht man Englisch. Und also wir hatten eine Stunde Deutsch am Tag, also das Deutsch als Fremdsprache, kam, oder etwas, kam etwas zu kurz. Ist Ken Duken eigentlich Amerikaner? Nein, der ist nicht Amerikaner, der ist Deutscher. Der Name heißt auch Duken und nicht Duken, ja. Duken. Ja, ich dachte nur wegen Ken. Ja. Ja. Nee. Aber ich habe gestern gesagt Ken Duken, weil der heißt ja Ken Duken. Ich dachte aber, während ich Duken sage, dachte ich, vielleicht heißt er Duken. Das wäre auch blöd gewesen, ne? Aber er heißt Duken. Duken. Und seine Frau kennst du auch? Ja, ist meine längste, engste Freundin. Wirklich? Sozusagen. Hast du gemerkt, wie es damals zwischen denen angefangen hat? Ja, ich habe alles. Wie war das? Ich wollte dich gestern nicht fragen, aber sag mal. Ich glaube, das lasse ich mal lieber. Wirklich? Ja. Aber hat man gespürt, dass es so ist? Die sind ja schon seit langen Jahren verheiratet auch. Ja, nicht? Ja. Und ich kann mal nur sagen, es wurde von Jahr zu Jahr besser. Das gibt es selten, aber bei denen. Es wurde von Jahr zu Jahr besser? Ja. Es fing nicht so toll an? Das fing wunderbar. Nein. Es fing wunderbar an und es ist aber noch besser geworden als wirklich? Wunderbar. Wirklich? Ja. Und woran hast du das gemerkt? Also, sag mal irgendwann, Marie, wie heißt die Frau von das Ken? Das wird nichts, Harald. Wie heißt die Frau von Ken? Marisa. 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 Hast du irgendwie den Punkt gehabt, wo du sagst, Mann, jetzt wird es zwischen Ken und Marisa doch deutlich besser die, als. Die guckt zu und die bringt mich jetzt. Wirklich? Um. Ja, wirklich? wie? Aber die wohnt in Heidelberg. Oder nicht? Wo leben bitte die? Was? Ken und Frau? Heidelberg? Nein, der ist ja geboren. Du kommst auf Heidelberg. Wo leben Sie? Er ist in Heidelberg geboren. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Nee, die wohnen in Berlin, leben auch in Berlin, wie ich. Ach so, und deswegen habt ihr das gestern zusammen angeschaut? Genau. Ja, und ist das so, wie ich gerade gesagt habe, dass du gerade vom Dreh kommst für Lady Kracher? Nein. Wo kommst du her? Ich komme aus Berlin. Oh. Und was hast du da gemacht? Ein bisschen auf dem Markt eingekauft oder gekocht? Oder? Lady Kracher, Harald, war letztes Jahr. Ich bin ja, da dreht doch neue Folgen. Ich bin ja damals eingesprungen, ich war die Vertretung für eine Kollegin. Ja. Und dieses Jahr ging das nicht. Nein, dieses Jahr geht das für mich nicht weiter, weil die Kollegin ja wieder dabei ist. Schade. Ich mache jetzt eine. Ja? Ja, ich mache jetzt eine. Ich unterstütze jetzt ein bisschen meine Heimat Bayern und produziere da, oder wir drehen dort eine neue bayerische Serie. Wirklich? Da spiele ich eine etwas durchgeknallte Tochter von Gisela Schneeberger und das wird, glaube ich. Aber im Dialekt, ja? Ja, das geht bayerisch zu, ja. Ja, und worum geht's da? Das ist jetzt, da ist noch alles die Vertragsverhandlungen. Gerade sollte ich vielleicht jetzt noch nicht sagen, was. Ach, ihr habt noch gar nicht angefangen zu drehen. Wir haben noch nicht angefangen, fangen am Ende Oktober an. Verstehe. Kennst du Gisela Schneeberger schon? Ja. Ist sie auch privat so lustig? Ja, sie ist eine bezaubernde Frau. Wirklich? Ja. Und sie hat, ich glaube, Ken hat sogar gestern sie hat auch seine Mutter gespielt in der Serie Add a Friend. Ich habe nichts gesehen von der Serie. Ich habe einen Glückwunsch dazu, aber ich kenne sie nicht, die Serie. Ja, ja, nein. Ja, aber ich kenne ihn. Es gibt Gäste, da muss ich den Namen googeln. Ja? Ja. Aber bei ihm kannte ich natürlich auch, vor allem ihn habe ich gesehen als Störtebäcker. Ja. Wo er dann mit Appenkopf noch an denen vorbeilaufen durfte und dann so also viel, wie er noch vorbeilief, hat er noch gerettet. Mhm. Hast du es gesehen? Ja, das habe ich gesehen, ja. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Was denn? Im Film kam es nicht vor, aber in der Geschichte. Ja. Nein, wirklich. Es war zu brutal, aber er war irgendwie geblendet am Schluss. Mhm. Aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob er das war oder ob sein Bruder war in diesem Störtebäcker Zweiteiler. Ist aber auch schon lange her. Fünf Jahre, glaube ich. Ja. Was ist jetzt, wenn ich spontan sagen würde, so was dir auf den Nägeln brennt, was wäre für dich ein Thema? Was mir auf den Nägeln brennt? Ja, oder nicht auf den Nägeln brennt, aber einfach als Thema. Du. Ich? Inwiefern? Nein, das war jetzt deutlich jetzt. Auf den Nägeln brennt. Ich finde, das ist alles gerade etwas überfordernd. Also ich habe heute mit Arnold, diese Geschichte mit Arnold Schwarzenegger abgehört. Ja. Das ist irgendwie alles etwas verrückt. Ja, das verstehe ich nicht, was das jetzt schon wieder soll. Die Ehetherapie? Ja. Die abgebrochene? Die abgebrochene, ja. Ja, er drückt sich da irgendwie davon. Ja, aber warum? Warum drücken sich Männer immer vor sowas? Männer sind feige. Er ist natürlich warum sind Männer so feige? Er hat vielleicht Angst, dass die Haushälterin ihn verlässt, dass die Ehefrau ihn verlässt. Und ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es auch gar nicht feige. Vielleicht will er einfach nur seine Ruhe, oder? Ja, aber das ist natürlich schwierig, wenn man eine Ehe damit retten will. Da kann man natürlich
Aber ich habe gehört, bei den Schwarzeneggers wurde von Jahr zu Jahr besser. Mit der Ehe. Ja. Schwarzenegger war ja auf der internationalen Schule in Graz, hat dort Englisch gelernt. Das wird jetzt machen wir das Spiel nicht mehr, Gottschalk oder Spielerfrau? Schade, wir hatten so ein Quiz, ach nee, wo man raten muss, ist es Tommy Gottschalk oder eine Spielerfrau? Schade, jetzt haben wir uns verplaudert, aber du kommst wieder. Ich komme wieder, ja.